Hallo, liebe Sternenfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video-Special über den Durchgang der wilden Göttin Lilith durch das Zeichen Steinbock. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich habe ja ein ziemlich dickes Buch über die Lilith geschrieben. Es heißt Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Weil mir diese kosmische Kraft der Lilith sehr am Herzen liegt, möchte ich euch in diesem ausführlichen Special damit vertraut machen, was es bedeutet, wenn Lilith, der schwarze Mond, durch das Zeichen Steinbock geht. Dieser Transit dauert vom 9. November 2017 bis zum 6. August 2018, also ziemlich genau 9 Monate. In diesem Video werde ich einen Auszug aus meinem Buch vortragen und anschließend gehe ich darauf ein, wie sich der Transit im praktischen und psychologischen Erleben zeigen wird. Zum Schluss schauen wir für alle Sternzeichen bzw. astrologischen Häuser, wie sich der Durchgang von Lilith dort auswirken kann. Lilith hat eine recht spektakuläre Mythologie, denn sie gilt als Adams erste Frau im Paradies, die sich dann mit dem alttestamentarischen Gott überworfen hat und aus dem Paradies verbannt wurde. Dem Mythos nach wollte sie Adam nicht gehorchen. Man sagt auch, dass sie beim Sex nicht unten liegen wollte. Diese Geschichte gilt als Symbol dafür, dass Lilith ursprünglich zum Reich des Matriarchats und der alten Göttinnenwelt gehörte. Sie trug die Energie der weiblichen Kraft und der alten Göttin in sich. Und es kam für sie natürlich nicht in Frage, einem ungehobelten Menschenmann zu Diensten zu sein. Stattdessen zog sie sich lieber ans Rote Meer, ins Reich der Dämonen zurück. Im Anschluss an diesen Skandal erschuf Gott die fügsamere Eva, und zwar aus einer Rippe Adams, damit sie sozusagen ein Teil von ihm und damit auch gehorsam sein sollte. Das ist jetzt natürlich alles sehr vereinfacht von mir dargestellt. Alles über den Mythos und seine reichhaltigen symbolischen Bedeutungen und die Geschichte der schillernden Figur der Lilith habe ich in meinem Buch niedergeschrieben. Im Moment ist die gebundene Ausgabe übrigens vergriffen, aber ihr könnt die Kindle-Version bestellen oder abwarten. Der Verlag plant für das nächste Frühjahr nochmal eine neue gedruckte Sonderausgabe des Buches. Gleich werde ich euch einige Abschnitte aus dem Kapitel über Lilith im Steinbock vortragen, damit ihr die besondere Energie dieser Konstellation nachvollziehen könnt. Natürlich gibt es für euch immer die Option, eine persönliche Beratung bei mir zu buchen, wenn ihr genau erfahren wollt, was Lilith und natürlich auch die anderen Konstellationen in eurem Horoskop für euch bedeuten und worauf ihr in den kommenden Monaten achten solltet. Die Beratung könnt ihr euch bei mir auf der Homepage aussuchen und auch direkt buchen. Alle Infos dazu sind hier verlinkt hinter dem i im Bild, beziehungsweise ihr findet sie unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt der Auszug aus meinem Buch, und zwar aus dem Kapitel Lilith im Steinbock. Ich habe mir das jetzt hier auf den Teleprompter gelegt, weil ich das aus dem Buch nur mit der Brille lesen kann und ich bin zu alt, um mir die Brille aufzusetzen. Also deswegen wundert euch nicht, dass ich das Buch jetzt nicht in der Hand halte. Aber der Text ist eben original aus dem Buch. Wie das saturngeprägte Zeichen Steinbock besitzt auch Lilith eine innere Unerbittlichkeit und Härte. Selbst drei Engel konnten sie nicht erweichen, ins Paradies zurückzukehren und dem mächtigen Gott der Christen zu gehorchen. Sie war sich der Konsequenzen bewusst, Verbannung und Bestrafung, aber sie fürchtete sie nicht. Die Unerbittlichkeit von Lilith im Steinbock kann eine Persönlichkeit auszeichnen, die keinerlei Kompromisse eingeht und bereit ist, die Konsequenzen daraus mit großer Willenskraft zu ertragen. Die Ambivalenz dieser Lilith-Konstellation besteht darin, dass man gesellschaftliche Konventionen entweder komplett ablehnt oder aber eine besonders rigide Form von Leistung, Disziplin und Verantwortung lebt. Manchmal auch beides abwechselnd, auf Zeiten, in denen man bis zur Erschöpfung arbeitet und den eigenen Perfektionismus zum Maß aller Dinge macht, folgen Phasen des Durchhängens, die mit depressiven Anwandlungen einhergehen können. Abenteuer und Kreativität. Für dich ist es das größte Abenteuer, wenn Kreativität und Hobby, Beruf und Berufung eins werden. Danach strebst du im Grunde aus tiefstem Herzen. Du suchst den Weg, die Beschäftigung, die dich so ausfüllt, dass nichts anderes mehr wichtig ist. Das kann selbstverständlich auch eine Partnerschaft oder Mutterschaft sein. Doch wahrscheinlicher ist, dass du eine berufliche oder gesellschaftliche Karriere anstrebst,
wobei du Maßstäbe setzen willst und dich nicht gerne anpasst an das, was schon vorher da war. Wenn du einem normalen Beruf nachgehst, wirst du vielleicht ein Hobby zum Ausgleich suchen, das möglichst abenteuerlich und ausgefallen ist und in dem du Gipfelerlebnisse haben kannst. Du möchtest etwas schaffen und sein, zu dem es keine Alternative gibt. Wenn dich jemand anhimmelt, weil er dich liebt, berührt dich das vielleicht. Aber wenn auch derjenige, der dir sonst das Leben schwer macht, zähneknirschend zugeben muss, dass du verdammt gut bist in dem, was du tust, dann bist du wirklich glücklich. Nichts, kein Hobby, kein Entertainment, keine Ablenkung, noch nicht mal guter Sex kann dir das Gefühl von überwältigender Intensität geben, das du empfindest, wenn du mit voller Konsequenz deinem wahren Herzenstraum folgst. Suche und gib nicht auf, bis du das gefunden hast, was dein Ding ist, egal wie lange es dauert und wenn du dafür um die ganze Welt reisen musst. Kämpfe, solange dein Kampfgeist lebendig ist, denn es wird Zeiten geben, in denen du genießen und deine philosophische Ader mehr ausleben willst. Liebe und Partnerschaft. Es kann sein, dass du dich einer Sache verschreibst und darüber Liebesbeziehungen und Partnerschaft an die zweite Stelle rücken. Es sei denn, die Liebesbeziehung selbst ist dein höchstes Ziel. Dein eigener Perfektionsanspruch kann dir in der Liebe im Weg sein. Erfüllt die Beziehung diesen nicht, willst du dich nicht darauf einlassen. Mit Lilith im Steinbock liebst du rigoros oder verzichtest mit voller Konsequenz. Leidenschaft empfindest du als Bereicherung, aber du gibst dich nicht der Illusion hin, dass die perfekte Leidenschaft im Beziehungsalltag zu finden ist. Deshalb entscheidest du dich unter Umständen gegen eine feste Beziehung und für eine Reihe von Affären, die deine Batterien aufladen, damit du dich mit voller Kraft wieder in deine Herzensprojekte stürzen kannst. Oder du gehst dem unsicheren Gefühlsterrain ganz aus dem Weg. Doch wenn du in jemandem den wahren Seelenpartner erkennst, bist du dieser Liebe gegenüber zutiefst loyal. Dann spielt es noch nicht einmal eine Rolle, ob du mit der betreffenden Person wirklich zusammen bist und eine Beziehung führen kannst. Du kannst eine große Liebe über alle Zeiten, gegen alle Umstände und trotz anderer Partnerschaften und Lebensumstände hinweg aufrechterhalten. Herausforderung. Mit Lilith im Steinbock bist du anfällig dafür, dich einsam und unverstanden zu fühlen. Dann glaubst du, niemand anders außer dir blickt durch. Es kann dir sehr schwer fallen, zu delegieren und die Kontrolle abzugeben, denn keiner kann die Dinge so tun, wie du es für richtig hältst. Oder du stellst dich selbst permanent in Frage und versuchst, es stets allen recht zu machen. All das kann zu großer Erschöpfung und Frustration führen. Deine Neigung, bis zum Umfallen zu arbeiten, kann deine innere Kreativität zum Versiegen bringen. Gehe sehr bewusst mit deinen Kräften um. Dein Wunsch nach innerer Unabhängigkeit kann dich davon abhalten, eine Familie zu gründen oder dich auf eine Beziehung einzulassen. Emotionale Verpflichtungen können dich ängstigen. Halte gelegentlich inne und überlege dir, welchen Preis du bereit bist zu zahlen. Spirituelle Übungen wie Meditation oder Yoga oder das Einlassen auf Lebenslektionen können dir helfen, mehr Milde und Gelassenheit auch mit dir selbst zu entwickeln. Mit Lilith im Steinbock geht oft ein schwieriges, aber wichtiges Verhältnis zum Vater einher. Es zu klären, ist sehr hilfreich. Soweit also der Auszug aus meinem Buch. Und da habe ich zu jedem Sternzeichen, also zu jeder Position von Lilith, ein ausführliches, schönes Kapitel verfasst. Das nächste über Lilith im Wassermann lese ich euch dann vor, wenn die Lilith ins Zeichen Wassermann geht, nämlich ab dem 6. August 2018. Der Transit von Lilith durch den Steinbock kann für euch alle eine Inspiration sein, euch mit folgenden Themen zu beschäftigen. Die wahre Berufung finden und konsequent dieses Ziel verfolgen, kreative Ideen in den Beruf einbringen, als Frau in der Firmenhierarchie aufsteigen, sich aus einer einengenden Familien- oder Beziehungssituation befreien. Oder, wenn ihr schon im Ruhestand seid, kann euch Lilith im Steinbock dazu inspirieren, euch noch einmal einer Herausforderung zu stellen, von der ihr immer schon geträumt hattet. Im Privatleben kann es eine gute Zeit sein, um schwierige Vaterthemen aufzuarbeiten. Oder auch, falls ihr Probleme mit Autoritätsfiguren habt, euch damit zu beschäftigen, was dafür der Grund ist und euch gegebenenfalls ein Coaching oder eine therapeutische oder astrologische Beratung zu dem Thema zu gönnen.
Während Lilith durch den Steinbock geht, wird sie sich dort mit Reifeplanet Saturn und Machtplanet Pluto treffen und gleichzeitig auch harmonische Aspekte zu Glücksplanet Jupiter und Fantasieplanet Neptun bilden. Diese außergewöhnlichen Konstellationen können die positive Wirkung von Liliths Durchgang durch den Steinbock verstärken. Dann bringt dieser Transit auch jede Menge Chancen mit sich, Erfolgserlebnisse und Anerkennung zu erfahren, erfüllende Momente voller Intensität und Schaffenskraft zu erleben, den eigenen Weg mit aller Konsequenz zu gehen und Herzenswünsche zu manifestieren. Und zwar für alle diejenigen, die trotz widriger Umstände und trotz Unverständnis der Außenwelt ihrem Herzen folgen und einen Weg gehen, den sie selbst gewählt haben und auf dem sie ihr Bestes geben und bereit sind, die Konsequenzen ihrer Entscheidung jederzeit zu tragen. Lilith im Steinbock ist einfach toll für alle, die ihr Ding gefunden haben oder auf dem Weg dazu sind. Zwei interessante Beispiele habe ich für euch. Harpe Kerkeling, der ist Schütze und hat die Lilith im Steinbock, und Paolo Coelho, Jungfrau Lilith im Steinbock. Beide sind den Jakobsweg gegangen und haben dieser Erfahrung ein Buch gewidmet. Und beide Bücher atmen die gleiche spirituelle Magie und zeigen, was es bedeutet, einen beschwerlichen Weg zu gehen und durch die Verbindung mit all dem, was einem auf diesem Weg begegnet, eine spirituelle Initiation zu erfahren. Diese Geschichten können eine wundervolle Inspiration für den oft steinigen Lebensweg mit Lilith im Steinbock sein oder eben auch den Transit. Natürlich hat die Konstellation auch ihre problematischen Seiten, die habe ich ja schon in meinem Buchkapitel bei den Herausforderungen beschrieben. Lilith im Steinbock ist eben schon eine Herausforderung und fordert uns auf, uns eindringlich mit unseren Berufungsthemen auseinanderzusetzen. Wir müssen es uns eingestehen, wenn wir nicht das tun, was wir wirklich wollten. Und wenn wir feststellen, dass wir nun diesen Weg gehen wollen, dann müssen wir uns überlegen, ob wir bereit sind, die Konsequenzen zu tragen und was wir dafür bereit sind, zu opfern. Lilith ist eine sehr starke, motivierende Kraft, die uns sehr kreativ machen kann. Aber sie ist eben nicht die Göttin der Familie und der Familienbeziehungen. Auf jeden Fall kann aber dieser Transit unsere Instinkte schärfen, wenn es darum geht, ob wir beruflich bekommen, was uns zusteht. Sie kann uns helfen, furchtlos für unsere Rechte einzustehen oder auch für die Rechte anderer, die benachteiligt werden. Auch politisch und gesellschaftlich kann dieser Transit brisante Entwicklungen anzeigen und insgesamt die politische Lobby der Frauen verbessern. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten 9 Monaten zeigen wird. Jetzt schauen wir uns noch die Deutung des Transits für alle 12 Sternzeichen und die Sonnenhäuser an. Ihr könnt euch das Zeichen anschauen, in dem euer Aszendent steht, also auch anschauen. Das kann euch Aufschluss darüber geben, in welchem Haus eures Horoskops sich Lilith ungefähr befindet. Aber ganz genau erfahrt ihr das eben nur, wenn ihr euch ein individuelles Horoskop gönnt, um herauszufinden, wie die Lilith in eurem Geburtshoroskop steht und durch welchen Bereich des Horoskops sie dann jetzt läuft, solange sie im Steinbock ist. Zu meinen Beratungen kommt ihr über meine Homepage, die ist hier verlinkt und die Adresse steht auch unten in der Videobeschreibung. Bevor ich in die Deutung einsteige, gebe ich euch hier nochmal einen Überblick, wann Lilith durch welche Dekade läuft. Vom 9. November bis zum 7. Februar durchläuft der schwarze Mond die erste Dekade, vom 7. Februar bis zum 17. Mai 2018 die zweite Dekade und vom 17. Mai bis 6. August 2018 dann die dritte Dekade des Zeichens Steinbock. Im Horoskop wird Lilith als der schwarze Mond dargestellt, also so etwa wie diese Mondsichel hier mit dem kleinen Kreuz unten dran oder in meinem Astroprogramm einfach nur als schwarze Mondsichel. Und dann habe ich hier noch eine fachliche Info für die Interessierten. Für meine Deutungen benutze ich die mittlere Lilith. Es gibt dann noch die sogenannte wahre Lilith oder auch die oskulierende Lilith. Da schwanken die Gradzahlen stark hin und her und ich habe die besten Erfahrungen mit der Position der mittleren Lilith gemacht. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr ergründen wollt, was da vielleicht auf euch zukommen könnte, dann denkt mal drüber nach, was vor knapp 9 Jahren in eurem Leben los war. Denn die Lilith hat ja einen Zyklus von ca. 9 Jahren und das letzte Mal ging sie von Ende 2008 bis Mitte 2009 durch den Steinbock. Das hilft euch vielleicht, wenn ihr daran nochmal zurückdenkt.
Für die Deutung von Lilith in den Sternzeichen und Häusern habe ich als Stichtag für die Horoskopzeichnung hier die Frühlingstag- und Nachtgleiche am 20. März 2018 gewählt. Da steht Lilith hier mitten im Steinbock und es ist gleichzeitig der Beginn des neuen astrologischen Jahres. Und das ist laut der astrologischen Tradition übrigens ein Venusjahr. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf beide Göttinnen, auf die raffinierte diplomatische Venus, die in Beziehung bleiben will, und auf die wilde Lilith, die Göttin der urigen Instinkte, die das Ausgestoßensein nicht fürchtet, solange sie sich treu bleiben kann. Jetzt aber zur Deutung von Lilith in den Sternzeichen und den jeweiligen Sonnenhäusern, durch die Lilith in den nächsten 9 Monaten in jedem Zeichen läuft. Und wir fangen wie gewohnt an mit dem Widder. Also, wenn ihr Widder seid, dann steht die Lilith für euch im 10. Sonnenhaus und bildet ein Quadrat zur Widdersonne, also einen recht harten Spannungsaspekt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für euch, denn Lilith steht ja für den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und das Widderzeichen ist ebenfalls ein kämpferisches Zeichen. Ob ihr nun innere oder äußere Kämpfe ausfechtet, es wird dabei darum gehen, ob ihr euren Zielen folgen und euch treu bleiben könnt. So kann die Konstellation den Kampf um eure Karriere anzeigen, zum Beispiel, weil ihr in der Firmenhierarchie aufsteigen wollt. Das ist natürlich jetzt besonders brisant, weil wir auch noch Pluto und Saturn in dem Zeichen haben. Und hier im Frühling geht dann auch noch der Mars durch die Widder. Also da ist richtig was los bei euch. Und wahrscheinlich werden da so manche Widderfrauen auch so richtig aus sich rausgehen und eben für sich und ihre Ziele kämpfen. Und dieser Aspekt mit Lilith erzählt eben auch von der Erfahrung, dass man als Frau in der Firmenhierarchie eben auch benachteiligt wird. Das kann wie ein Test sein. Ihr werdet getestet, ob ihr wirklich hinter dem steht, was ihr da für eure Karriere tut. Lilith will ja auch immer authentisch und ehrlich sein, aber zu große Ehrlichkeit kann auf der Karriereleiter zu einer Herabstufung führen. Es kann zu Schwierigkeiten kommen, die mit der Situation einer Chefin zu tun haben. Zum Beispiel die Chefin, dass die schwanger wird, ja, und dann gibt es Unsicherheiten oder ein Gerangel in der Führungsebene, wie es dann jetzt nun weitergehen soll. Ne? Sowas habe ich wirklich auch mal bei einer Klientin gesehen. Und schließlich kann es auch bedeuten, dass ihr euch auf eine unpassende Affäre mit jemandem aus der Chefetage einlasst, wo die Leidenschaft zwar hohe Wogen schlägt, das Ganze aber Komplikationen nach sich ziehen kann. Und damit kommen wir zu den Stiergeborenen. Und für die Stiergeborenen geht die Lilith ins 9. Sonnenhaus und bildet einen harmonischen Aspekt. Das ist schon wesentlich leichter zu integrieren, als wenn Lilith in einer harten Spannung zur Sonne steht. Für euch Stiergeborene steht die Lilith nun für 9 Monate im 9. Sonnenhaus. Das ist eine gute Zeit, um auf Visionssuche zu gehen, um die große Göttin zu finden. Entweder auf Reisen, indem ihr alte Kultstätten weiblicher Verehrung aufsucht, oder in euch selbst. Ihr könnt euch in dieser Zeit auch einer weiblichen Guru-Figur anschließen oder das Ganze auf der weltanschaulichen Ebene ausleben, zum Beispiel indem ihr unbequeme politische Meinungen vertretet oder politisch Verfolgten Schutz bietet oder euch überhaupt politisch engagiert. Lilith ist auch eine furchtlose Abenteurerin. Wenn es also schon lange euer Wunsch war oder euer Lebensziel, auch einmal eine weite abenteuerliche Reise zu unternehmen, dann ist der Lilith-Transit dafür geeignet, in die Ferne zu schweifen, exotische Abenteuer zu erleben oder auch erotische Abenteuer auf Reisen, eben einfach ganz neue Erfahrungen zu machen. Aber Vorsicht vor Verbindungen mit Menschen aus einem fremden Kulturkreis, die könnten gerade eben auch wegen der unterschiedlichen Weltbilder, was die Stellung der Frau angeht, zum Scheitern verurteilt sein. Oder es stellt sich heraus, dass die große Liebe im Ausland dort selbst noch eine andere Familie hat. Ihr seht schon, Lilith ist eben auch immer ambivalent und schwierig. Einerseits abenteuerlich, andererseits eben voller Herausforderungen. Und wir machen weiter mit den Zwillingen. Und für die Zwillinge, wenn ihr Zwillinge seid, dann habt ihr die Lilith nun für 9 Monate in eurem 8. Sonnenhaus. Das ist das Haus des Okkulten und auch der Sexualität. Das ist gut, um Geheimnisse zu ergründen und Okkultes zu erforschen. Und es weckt in euch das Interesse für die Mysterien der menschlichen Existenz oder auch das Interesse für Psychologie und das Thema Tod. Es kann auch eine gute Zeit sein, euch mit alten Verletzungen auseinanderzusetzen, die daher kommen, dass ihr eure wilde weibliche Seite in euch unterdrücken musstet.
Jetzt habt ihr den Mut, die Ursachen unbewusster Ängste zu erforschen. Leider erzählt der Transit von Lilith durchs achte Haus aber auch von Erbschaftsstreitigkeiten. Man ist vielleicht das schwarze Schaf in der Sippe und wird von bestimmten Zuwendungen ausgenommen. Es kann auch zu schwierigen Scheidungsprozessen und Sorgerechtsstreitigkeiten kommen. Wenn ihr euch trennt, während Lilith durchs achte Haus geht, können Auseinandersetzungen um die gemeinsamen Werte recht unangenehm ausfallen. Ob ihr solche Auswirkungen zu befürchten habt, müsste man dann mal in einer individuellen Horoskopberatung klären. Jetzt kommen wir zu den Krebsgeborenen und als Krebse habt ihr Lilith im Partnerhaus und in einer Opposition, also in einer Spannung zu eurem Sternzeichen und da stehen dann auch noch Pluto und Saturn, also das wird eine spannende Zeit für euch und das ist ein sehr wichtiger Aspekt mit der Lilith. Denn die wilde Göttin will, dass ihr euch mit euren urigen Instinkten verbindet und dass ihr euch nicht verbiegt, sondern euren eigenen Weg geht. Das ist aber jetzt gar nicht so einfach für die Krebse, weil es für sie ja nichts Wichtigeres als romantische Beziehungen und Familie gibt. Aber Lilith will eben, dass ihr euch darin nicht vollkommen verliert, sondern dass ihr euch selbst treu bleibt. Deshalb seid ihr nun vielleicht weniger als sonst bereit, Kompromisse einzugehen. Vielleicht verlangt ihr Entscheidungen von eurem Partner. Also zum Beispiel sowas wie ich oder deine ganzen Hobbys oder ich oder deine Überstunden. Ja, es kann aber auch um eure eigene Karriere gehen und ihr müsst nun darum ringen, wie wichtig euch euer Lebensziel und eure Karriere ist gegenüber eurer Partnerschaft und Familie. Das ist eine ziemlich ungewohnte Empfindung für die Krebse und das kann auch ein recht schwieriger Konflikt werden. Was euch zum Beispiel passieren kann, ist, dass ihr euch in jemand anderes verliebt, obwohl der in einer festen Beziehung ist, weil euch diese Affäre so unglaublich romantisch erscheint. Oder auch, weil es jemand ist, der bereit wäre, euch beruflich oder bei euren Zielen zu unterstützen. Das wird dann besonders spannend, wenn sich die Lilith während ihres Transits mit dem Pluto verbindet, der ja eben auch bei euch im Partnerhaus steht. Achtung, und das gilt jetzt für alle Krebs-Aszendenten, falls die Lilith bei euch also im siebten Haus steht und ihr habt eine heimliche Affäre am Laufen, kann Lilith euch verleiten, den Partner damit zu konfrontieren. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr in der Zeit sehr achtsam mit euren Äußerungen sein. Lilith im Partnerhaus kann auch anzeigen, dass ihr unbewusst Dinge tut, damit eine Affäre auffliegt, weil ihr euch eigentlich wünscht, damit endlich ehrlich herauszukommen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin ja Steinbock und vor 9 Jahren hatte ich genau diese Situation, als Lilith durch mein Partnerhaus lief. Dabei transitierte sie allerdings auch noch über meinen Mars und meine Venus, die ja bei mir auch im siebten Haus stehen. Wenn ihr in dieser Situation seid, dann müsst ihr euch immer fragen, was wäre die Konsequenz, wenn es herauskommen würde? Ja? Und bin ich auch bereit, die Konsequenzen zu tragen? Lilith war ja bereit, das Paradies zu verlassen, um sich treu zu bleiben. Aber ihr müsst euch fragen, ob ihr das wirklich wollt, euer Beziehungsparadies verlassen. Im Zweifelsfalle solltet ihr auf jeden Fall abwarten, bis der Lilith-Transit vorbei ist. Dann denkt ihr vielleicht schon wieder anders darüber. Und das gilt sowohl, wenn ihr Sternzeichen Krebs seid, als auch wenn ihr Krebs-Aszendent seid. Bevor ihr etwas unternehmt, was ihr vielleicht nachher bereut, wendet euch lieber für eine Beratung an mich. Ich bin Lilith-Expertin und weiß alles darüber und ich helfe euch gerne. Und es geht weiter mit den Löwen. Ja, wenn ihr Löwe seid, dann geht Lilith durch euer sechstes Sonnenhaus. Und ihr werdet vielleicht den Wunsch verspüren, euren Arbeitsalltag umzukrempeln und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Eventuell habt ihr auch das Empfinden, am Arbeitsplatz isoliert zu sein, weil ihr nicht verstanden werdet oder euch unverstanden fühlt. Vielleicht gibt es Schwierigkeiten mit Kollegen, weil ihr zu kompromisslos auftretet. Im schlimmsten Fall kann es zu Mobbing und ähnlichen Problemen kommen und ihr seht euch in eine Außenseiterposition gedrängt, wozu ihr natürlich auch selber beigetragen habt mit euren speziellen Vorstellungen. Lilith ist nun mal eigensinnig und will sich in allem treu bleiben. Vielleicht kann dann die Lösung sein, dass ihr euch eine Weile in ein Homeoffice zurückzieht, wo ihr die Abläufe nach euren eigenen Empfinden gestalten könnt. Es kann auch zu Herausforderungen durch Gesundheitsthemen kommen. Ja? Möglicherweise spezifische weibliche Probleme, wie zum Beispiel Zystenbildung oder Migräne.
Aber das bringt euch dann dazu, eigene Wege in der Heilung zu gehen und neue unorthodoxe Heilmethoden zu entdecken und auszuprobieren. Und dabei könnt ihr eure eigenen heilerischen Kräfte und Fähigkeiten entdecken. Und wir kommen zum Zeichen Jungfrau. Wenn ihr in der Jungfrau geboren seid, dann habt ihr die Lilith nun in einem harmonischen Aspekt zu eurer Sonne und in einem schönen Trigon und auch noch im fünften Haus. Und deswegen wird es für euch leichter, eure wilde Seite zu integrieren und euren persönlichen Zielen zu folgen. Das ist ja für viele Jungfraugeborene gar nicht so einfach, weil sie sich von Natur aus gerne anpassen und auch häufig und gerne für andere da sind und die Wünsche anderer über ihre eigenen stellen. Das kann sich nun mit diesem Lilith-Transit ändern. Und Lilith formt ja nicht nur einen substanzbildenden Aspekt zu eurer Sonne, sondern sie geht auch durch euer fünftes Sonnenhaus der Kreativität und Sexualität. Das ist auf jeden Fall genial für alle Jungfraugeborenen, die in einem kreativen Bereich arbeiten, ob nun Kunst, Musik, Tanz, Schriftstellerei, ganz egal. Lilith setzt jetzt für euch starke kreative Kräfte frei und auch die Fähigkeit zur Manifestation. Es wird besonders spannend, wenn sie sich dort mit Pluto und später auch mit Saturn trifft. Dann könnt ihr Großes leisten, wenn ihr kreativ seid. Im fünften Haus geht es ja auch um die Sexualität. Vielleicht seid ihr nun kompromissloser darin, Sex in erster Linie zum Aufladen der eigenen Batterien zu nutzen. Vielleicht wollt ihr Affären, aber nicht unbedingt eine Beziehung. Mit Lilith im fünften Haus können sich jedenfalls sehr heiße Affären ergeben. Lilith neigte auch zu den Extremen. Sie war furchtlos, radikal, Hauptsache sie konnte sich selbst treu bleiben. Deshalb kann es auch sein, dass ihr für eine Weile enthaltsam lebt, weil mehr Energie in eure Kreativprojekte hineinfließt und weil ihr keine Rücksicht darauf nehmen wollt, ob irgendjemand anders, der mit euch zu tun hat, gerne Sex möchte, dann seid ihr da eben kompromisslos. Nicht zuletzt kann der Durchgang von Lilith durch das fünfte Haus für eine Frau auch anzeigen, dass sie schwanger wird, möglicherweise, obwohl die Umstände schwierig sind, zum Beispiel, weil sie sich gerade noch in jemand anders verliebt hat. Also beides fünftes Haus-Themen. Ne? In der älteren Deutung der Lilith hieß es immer, dass sie Schwangerschaften verhindere. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Es ist eher so, dass die Schwangerschaft zu einer großen Provokation und Herausforderung und zu einer echten Einweihung werden kann. Das war ja in meinem Leben der Fall. Ich wurde schwanger, als Lilith durch mein fünftes Haus ging. Und diese Erfahrung hat mich dann auch zu diesem Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, inspiriert. Das könnt ihr ja mal lesen, da habe ich das sehr persönlich geschildert. Und es geht weiter mit den Waagegeborenen. Ja, wenn ihr Waage seid, dann bildet die Lilith im Steinbock ein Quadrat, also eine harte Spannung zur Waagesonne und sie geht durch euer viertes Sonnenhaus mit Saturn und Pluto. Ihr seid ja eigentlich von der Göttin Venus beherrscht. Das ist die Göttin der guten Beziehungen und auch der Raffinesse, die ganz bewusst mit den Waffen einer Frau kämpft, um zu erreichen, was sie will. Sie ist verführerisch und nicht unbedingt direkt, dafür ist sie strategisch sehr geschickt und erreicht meistens auf Umwegen ihr Ziel, ohne die Harmonie zu zerstören. Lilith ist so ziemlich das Gegenteil davon. Sie ist viel uriger und näher an ihrer wilden Instinktnatur. Ihre Geschichte geht ja auch noch viel weiter zurück als die der Venus, die der griechischen Göttin Aphrodite entspricht. Der Mythos von Lilith ist wesentlich älter. Lilith hat mehr Ähnlichkeit mit einem Naturgeist. Sie wird ja auch nackt und mit Flügeln und Krallen dargestellt, während die Venus eher der Frau entspricht, die im Abendkleid auf High Heels über den roten Teppich stöckelt. Und diese beiden Göttinnenkräfte, die raffinierte und die urige, die sind jetzt sozusagen in euch im Widerstreit. Das kann durchaus eine verzwickte Lernerfahrung werden, zwischen eurem Wunsch, mit allem in Harmonie zu sein und diesem Drang, einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste genau das zu tun, was ihr wollt. Im vierten Haus kann Lilith außerdem anzeigen, dass es Probleme mit Töchtern gibt, die sich abnabeln wollen oder die den Vater herausfordern oder weil sie sich mit Autoritäten anlegen. Es kann auch Konflikte geben, weil ihr selbst einem Herzensprojekt folgen wollt und euch durch Verpflichtungen für die Familie eingeschränkt fühlt. Es erwacht einfach der Wunsch, den eigenen Zielen zu folgen oder ihr empfindet Trauer darüber, dass ihr euren eigenen Zielen bisher nicht gefolgt seid, weil ihr euch andauernd um die Familie kümmern musstet. Und ihr wollt das nun ändern. Ja, soweit also die Waage. Und jetzt schauen wir uns den Skorpion an.
Wenn ihr im Skorpion geboren seid, dann habt ihr Lilith in einem günstigen Aspekt zu eurer Sonne und in eurem dritten Sonnenhaus. Das heißt, Lilith kann hier ihre inspirierenden Kräfte entfalten. Es kann sein, dass ihr in eurer Kommunikation kompromissloser werdet, dass ihr zum Beispiel lieber schweigt, als etwas zu sagen, hinter dem ihr nicht stehen könnt. Oder dass ihr euch Gesprächen verweigert, die euch dumm und oberflächlich erscheinen. Wenn ihr schreibt oder schriftstellerisch tätig seid, dann hat dieser Transit ein starkes Kreativpotenzial für euch. Das kann jedoch mit einigen Qualen verbunden sein, denn im Steinbock dauert alles immer lange und man muss viel Geduld haben. Und dann ist ja zu der Zeit auch noch der Saturn im Steinbock und der Pluto ist auch drin. Da ähnelt dann das Schreiben dem Akt eines Bildhauers, der mit viel Kraft und persönlichem Einsatz die Skulptur aus dem ungeformten Stein herausklopfen muss. Aber das Ergebnis wird wahrscheinlich großartig sein. Das dritte Haus ist ja auch das Haus der Geschwister und Lilith kann euch herausfordern, euch nochmal psychologisch mit eurem Verhältnis zu den Geschwistern auseinanderzusetzen, wenn da etwas im Argen lag oder liegt. Vielleicht bekommt ihr auch Lust, euch noch einmal weiterzubilden oder etwas Neues zu lernen, wozu ihr früher nicht gekommen seid, weil ihr diesen Wunsch nicht ernst genommen habt. Lilith bringt euch jetzt in Verbindung mit eurem wahren Wissensdrang, egal wie schräg die Themen auch sein mögen. Soweit der Skorpion. Jetzt machen wir weiter mit dem Horoskop für die Schützen. Ja, wenn ihr Schütze seid, dann wird die Lilith in den kommenden 9 Monaten durch euer zweites Sonnenhaus gehen, das Geldhaus. Das ist durchaus schwierig, weil Lilith nun wirklich kein Geldfaktor ist. Das Materielle bedeutet ihr nichts. Sie will sich nur treu bleiben. Ihr könntet zum Beispiel Geldprobleme bekommen, weil ihr lieber euer eigenes Ding machen wollt, anstatt Kompromisse einzugehen, die vielleicht mehr Geld bringen würden. Die Frage für euch ist, kann ich hinter dem stehen, womit ich mein Geld verdiene? Es kann auch dazu kommen, dass ihr Schwierigkeiten mit eurem Selbstwertgefühl bekommt, weil ihr euch nicht akzeptiert fühlt. Ihr möchtet euch nicht anpassen und es allen recht machen, um beliebt zu sein, aber es ist euch auch nicht angenehm, wenn ihr bei allen aneckt. Da müsst ihr dann lernen, zu euch zu stehen. Ihr könnt eben nicht erwarten, dass ihr kompromisslos euer Ding macht und dass da alle anderen dazu Ja und Amen sagen. Da ist dann die Frage, verlasse ich mein bequemes Paradies, in dem ich gutes Geld verdiene, aber nicht dahinter stehe? Oder traue ich mich zu versuchen, mit dem Geld zu verdienen, was mir wirklich etwas bedeutet? Ihr werdet jetzt verstärkt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr einen Geldjob annehmt, der sich nicht mit euren Idealen verträgt. Außerdem kann Lilith im zweiten Haus auch anzeigen, dass man sein Geld an schräge Freunde verleiht, die man gerne unterstützen möchte, aber es ist sehr ungewiss, ob man es jemals wiederbekommt. Ideal ist es, wenn ihr es euch leisten könnt, Geld in ein Herzensprojekt zu investieren, auch wenn ihr wisst, dass es vielleicht nicht unbedingt den großen Gewinn abwirft. Hauptsache, ihr glaubt daran und es macht euch glücklich. Und damit kommen wir dann zum Steinbock, wo die Lilith ja die nächsten 9 Monate im Zeichen sein wird. Sternzeichen Steinbock und damit im ersten Sonnenhaus. Ja, ihr lieben Steinböcke, ihr habt da die Lilith also in Konjunktion zu eurem Zeichen oder auch wenn ihr Aszendent Steinbock seid, dann habt ihr sie im ersten Haus. Und mit dieser Konstellation möchte man kompromisslos neue Wege gehen. Ihr spürt, dass die Zeit reif ist, euren persönlichen Ausdruck authentischer zu gestalten. Vielleicht habt ihr Lust, radikal euren Look zu ändern, euren Kleiderstil oder eure Frisur. Wahrscheinlich macht ihr etwas Provokantes, etwas, was ihr euch bisher nicht getraut habt. Gerade als Steinbock oder Steinbock-Aszendent ist man ja eigentlich eher geneigt, sich an die Gesellschaftsordnung anzupassen. Aber Lilith kann euch dazu bringen, eure unangepasste Seite zu zeigen. Liliths Kräfte ähneln durchaus denen von Pluto, was die Tiefe und die Radikalität angeht. Insofern kann es sogar sein, dass ihr diesen Transit als gar nicht mal so schwierig empfindet, weil ihr ja schon eine ganze Weile unter dem Einfluss von Pluto steht und sozusagen schon dran gewöhnt seid, was es bedeutet, kompromisslos euren Weg zu gehen und, wenn nötig, auch mal jemanden vor den Kopf zu stoßen. Es kann auch sein, dass ihr eure Lebensumstände verändert, dass ihr zum Beispiel zur Nachteule werdet und euch endlich eingesteht, dass ihr nachts, wenn alle anderen schlafen, am besten kreativ sein könnt. Lilith ist ja eine Gestalt der Nacht.
Wenn ihr bisher noch nicht das tut, wozu ihr euch wirklich berufen fühlt, kann euch das jetzt schmerzlich bewusst werden und ihr verspürt den Drang, daran etwas zu ändern. Und schließlich bringt die Lilith ja eine sehr starke kreative Energie und eine ganz außergewöhnliche, geheimnisvolle Ausstrahlung und Anziehungskraft mit sich. Damit haben wir jetzt auch uns den Steinbock angeschaut und dann gehen wir jetzt zum Zeichen Wassermann. Und beim Wassermann wird die Lilith durch das 12. Sonnenhaus laufen. Und das ist der Bereich der Spiritualität, aber auch der Heimlichkeiten und des Verborgenen und Abgeschiedenen. Ihr könntet euch zum Beispiel verlieben und dabei in eine unklare Situation geraten, wo ihr dann eure Gefühle ständig geheim halten müsst und nur im Verborgenen ausleben dürft. Das wird wahrscheinlich zu Konflikten führen, weil die Lilith im Steinbock das auf die Dauer nicht akzeptieren wird und dann entweder das Geheimnis auffliegen lässt oder eben diese Beziehung konsequent beendet. Es kann jedoch auch ein sehr positiver Transit sein, wenn man sich das spirituelle Potenzial anschaut. Es ist zum Beispiel eine gute Zeit, um sich mit der Spiritualität der Göttin zu beschäftigen, zum Beispiel keltische und heidnische Spiritualität oder die alten Göttinnen des Matriarchats zu studieren. Natürlich ist der Transit für alle Frauen super, die sich sowieso gerne mit der Weisheit von Magiern und Hexen beschäftigen. Und da die Lilith im Steinbock ist, also dem Zeichen der Manifestation, kann die Kombination dazu führen, dass es euch gelingt, tatsächlich mit der Kraft von Zaubersprüchen und Ritualen Ergebnisse zu manifestieren. Während dieses Transits kann es wichtig werden, sich zurückzuziehen und sich mit der Natur zu verbinden. Es ist eine gute Zeit, um in der Stille wieder zu lernen, die innere Stimme zu vernehmen. Und zum Schluss schauen wir uns noch die Fische an. Die Fische haben Lilith jetzt im 11. Sonnenhaus. Und das ist das Haus der Freundschaften. Die können sich jetzt für euch verändern. Dann seht ihr die Dinge in einem neuen Licht und vielleicht möchtet ihr bisherige Kompromisse nicht mehr eingehen. Es kann zu erotischen Komplikationen kommen, weil ihr einen Freund plötzlich sexuell anziehend findet. Wenn ihr euch da einig seid, könnt ihr das Konzept Friends with Benefits ausprobieren. Aber es ist durchaus heikel, denn da können noch Dritte beteiligt sein, die das nicht so lustig finden. Es kann während dieses Transits auch schwierig sein, Freundschaften mit Vertretern des Geschlechts zu haben, zu dem ihr euch sonst erotisch hingezogen fühlt. Im 11. Haus sind ja auch die Interessengruppen und das Netzwerk angesiedelt. Und mit Lilith kann man sich da zu recht schrägen oder radikalen Gruppierungen oder Außenseitern hingezogen fühlen. Also lasst euch während dieser Zeit ruhig faszinieren, aber entscheidet in Ruhe, ob ihr mit spannenden, aber reichlich durchgeknallten Leuten auch eine richtige persönliche Freundschaft haben wollt. Abgesehen von der Hausstellung bildet die Lilith aber einen günstigen Aspekt zur Fischesonne. Das bedeutet, dass ihr mit ihren kreativen Kräften in Kontakt kommt und das kann natürlich auch durch schräge Freunde passieren, die vielleicht selbst ganz außergewöhnliche Dinge tun und euch nun inspirieren, auch mal etwas Außergewöhnliches auszuprobieren. So, meine Lieben, das war mein Special über Lilith im Steinbock. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch interessante Impulse gegeben. Mehr zum Thema erfahrt ihr natürlich in meinem Buch, beziehungsweise im Moment gibt es ja nur die Kindle-Version. Und wie gesagt, es soll auch eine neue Ausgabe, eine Sonderausgabe geben im nächsten Frühjahr. Aber egal, auch in der Kindle-Version steht alles drin. Das Buch ist in 3 Teile aufgeteilt und im Praxisteil habe ich jede Menge praktische Übungen und Anregungen für euch zusammengestellt, was ihr unternehmen könnt, um euch mit der Kraft der Lilith zu verbinden. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr euch eine persönliche Beratung bei mir zum Thema des Lilith-Transits gönnt. Dazu könnt ihr jede der Beratungen wählen, die ich im Angebot habe. Wenn ihr euer Horoskop schon kennt, reicht vielleicht die halbe Stunde die Kompaktberatung. Wenn ihr auch gleich wissen wollt, wo die Lilith eures Partners steht, könnte die Partnerberatung für euch passen. Und wenn ihr euch richtig intensiv damit befassen wollt und ein paar Geheimnisse von mir erfahren wollt, dann gönnt euch doch eine Premium-Beratung rund um eure Lilith. Dieses Special werde ich auch als Podcast zur Verfügung stellen, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anhören und auf dem Smartphone einfach überall mit hinnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne und macht auch andere auf die Kraft der wilden Göttin aufmerksam. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.